Hey Freunde und willkommen zu den Battlefront 2 News. Die Roadmap ist jetzt da und wir wissen einiges mehr, was die Zukunft des Star Wars Shooters betrifft. Kleine Anmerkung vorweg, da die Roadmap gestern ca. um 22.30 Uhr veröffentlicht wurde, haben wir die News einfach für heute gemacht. Eventuell habt ihr schon über Twitter oder dem Community-Tab das Problem seitens DICE mitbekommen, was sie aber schönerweise noch geregelt haben. Fangen wir an. Im ersten Teil der Roadmap sehen wir den Monat Juli, welcher natürlich jetzt in Kürze anfängt. Hierbei erwartet uns der neue Modus Helden-Sternjäger, welcher wohl selbsterklärend ist. In diesem treten 4 Heldenschiffe gegen 4 Schurkenschiffe an. Dadurch wird uns natürlich das Leveln der Heldenschiffe vereinfacht, was in der Vergangenheit oft angesprochen wurde. Zum neuen Modus kommt die jetzt schon länger versprochene Mechanik ins Spiel, Lichtschwerter manuell ein- und ausschalten zu können. Mit dem Lichtschwert zu blockieren wird dazu sogar den Stamina-Wert beeinflussen. Skins werden vor einer Runde wechselbar sein, was wir uns gewünscht haben und ihr euch sicher auch. Denn mit Lukes Hoff-Kleidung auf Tatooine kämpft es sich nicht so gut. Die letzte große Änderung verbessert im Juli den Helden-Showdown-Modus. Klonskins. Ja, endlich kommen wir in den Genuss. Dazu werden die ersten im August erscheinen. Neben diesen wird das Freikaufen von Emotes und Siegerposen durch Credits und Kristalle möglich sein. Womit wir jetzt bei der regnerischsten Jahreszeit angekommen sind. Dem Herbst. Obi-Wan Kenobi und General Grievous. Diese beiden Helden werden zuerst bei der Clone Wars Season herausgebracht. Dazu bekommen wir den großen neuen Spielmodus, welcher sehr ähnlich zu Conquest bzw. Eroberung sein wird. Glücklicherweise war es das noch nicht, denn mit den beiden Star Wars Legenden kommen weitere Klon- und sogar Heldenskins. Ein Squad-System, wovon viele geträumt haben, erfährt ebenfalls Einzug ins Spiel. Der Winter naht. Anakin Skywalker und Count Dooku. Diese ikonischen Helden werden zur kältesten Jahreszeit unseren Tag erwärmen. Dabei unterstützt sie der heiße Planet Geonosis, auf dem beide in Episode 2 Angriff der Klonkrieger gekämpft haben. Als kleinen Bonus gibt es obendrauf weitere Klon- und wieder Heldenskins. Ben Walke, der Community Manager, hat außerdem noch angekündigt, was wir auch hier unten lesen können. Weitere oder gar eine Erweiterung der Roadmap wird im Laufe der Zeit stattfinden. Das bedeutet für Battlefront 2 nichts anderes als ein lang andauernder Support mit neuen Inhalten. Schaltet jetzt die Glocke ein, um wirklich nichts mehr zu Battlefront 2 und der Clone Wars Season zu verpassen. Wusstet ihr, dass der deutsche Synchronsprecher Tobias Meister sowohl Yoda als auch Darth Maul synchronisiert hat? Welchen berühmten Charakter er noch synchronisiert und was nach Jabbas Tod passierte, erfahrt ihr bei unseren Instagram Star Wars Fakten. Also schaut definitiv mal rein, der Link ist in der Beschreibung. So, dann sind wir aber jetzt auch wirklich zum Ende dieses Videos angekommen. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, also einen Daumen nach oben da lassen, falls noch nicht geschehen. Im Outro könnt ihr gleich die News der letzten Woche anschauen. Oder ihr schaut euch 10 spannende Fakten zu den Sith an. In diesem Video steckt wieder sehr viel Arbeit drin, aber leider hat es nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es eigentlich verdient hätte. Also bis zum nächsten Mal. Eure 212.